Das letzte Hinrundenspiel vom Wartenberger SV war heute gegen die zweite Mannschaft vom TSV Mariendorf. Sehr, man hat eigentlich große Personalsorgen heute gehabt. Also unmittelbar vorm Anpfiff sagte Kinne-Ono, dass er sich nicht so fühlt, also auch übergeben musste. Da hatten wir schon echte große Bauchschmerzen. Wir konnten auf den Presi uns verlassen, der sich zumindest als Backup denn zur Verfügung stellte fürs Tor. Kinne war trotzdem im Tor, hat ein Riesenspiel gemacht, hat eine super erste Halbzeit gehabt und uns da auch unter anderem im Spiel gehalten. Ansonsten muss man sagen, Riesenpartie heute in der ersten Halbzeit. Kämpferisch viel angenommen, haben sehr früh gestört, sind oben drauf gegangen, haben mit Pille einen super Motor heute gehabt, der an den ersten drei Toren direkt beteiligt war, der insgesamt sogar 4 Tore gemacht hat und eigentlich auch Man of the Match ist. Leider noch einen verschossenen Elfmeter dabei gehabt, aber nichtsdestotrotz, darüber müssen wir uns nicht ärgern. Zur Halbzeit eine klare 4-0 Führung. Am Ende ist es ein 8-2 Sieg geworden, womit wir uns super in die Winterpause verabschieden können. Hinten heraus muss man sagen, war es ein bisschen dünner jetzt in der Hinrunde. Ja, da haben wir viele Personalsorgen gehabt, konnten auch nicht mehr ganz so unseren Stiefel aufdrücken. Ja, unglückliche Niederlage da gegen Lübars, einen starken letzte Woche. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem froh, hier heute diesen klaren und deutlichen Sieg mit den Wartenberg gelassen zu haben. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen die Wunden so ein bisschen pflegen, müssen gucken, dass wir gut über den Winter kommen, versuchen eine super Vorbereitung zu machen, gucken, dass wir uns auf der einen oder anderen Position vielleicht noch den einen oder anderen Neuzugang holen und dann müssen wir natürlich Gas geben in der Rückrunde. Die Ausgangslage ist so, dass wir oben dran geblieben sind mit dem Sieg heute. Wir sind nicht abgerutscht ins Mittelfeld, was wir vorher noch gedacht haben, wo die große Gefahr bestand. Der Sieg war heute wichtig, nicht nur für das Selbstvertrauen, sondern einfach auch für den Blick auf die Tabelle. So geht es jetzt mit diesem Jahr zu Ende. Wir blicken, wie gesagt, auf eine insgesamt doch erfolgreiche Hinrunde zurück, haben 30 Punkte geholt und wollen natürlich jetzt den Grundstein legen für den möglichen Aufstieg, hoffen, dass wir uns da oben nochmal reinspielen können. Zumindest wollen wir ein ziemlich großes Wörtchen da in der Rückrunde mitsprechen. Ich wünsche allen Zuschauern und Fans schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass ich im Jahr 2018 den einen oder anderen hier wieder am Fanfußweg begrüßen kann. Tschüss!